zurück, meine Freunde. Freitag haben wir, dritter Tag der Gamescom steht am Start. Wir sind wach, wir sind schon gerichtet und wir haben gleich 9 Uhr, wir fahren gleich los. Draußen regnet, gewittert es. Vielleicht sieht man es ja. Alles nass. Gerade angefangen wirklich zu gewittern. Die Leute, die unten reinkommen, die werden sich freuen auf jeden Fall. Die warten im Regen. Bei Pech haben wir auch ein bisschen im Regen warten. Mal schauen. Ja, heute geht der dritte Tag los. Weiter geht's. Mal gucken, welche Spiele heute kommen. Gibt ja noch ein paar Star Wars Battlefront, Fauna, Destiny, das DLC. Gibt ja noch andere Spiele, was gibt. Just Cause 3 fehlt zum Beispiel auch noch. Also jede Menge Zeugs. Und ja, schauen wir mal, was wir machen, wo wir hingehen, welche YouTuber wir noch treffen und was noch so ansteht. Ja, dann bis später. Wir gehen gerade rein, Eingang, anderer dieses Mal. Schauen wir mal, was jetzt heute passiert. Ganz gemütlich, ganz ruhig hier. Ist jetzt noch nicht los, komischerweise. Ja, ja, die Künste hängen schon wieder. Sieht man bloß meine Mephister so. Oh. Hier ist der noble Eingang. Naja, gucken wir mal. Wir sind die Business Class, nicht wirklich, aber schauen wir mal. Also würde ich mal sagen, wir treffen uns drin. Bis dann. Tschüss. So, wir sind drinne. Wir sind drinne. Wir laufen gerade. Ja, angepisst sind wir drinnen. Ja, wir haben uns zwar von tausenden Leuten vorgedrängelt, durch Umwege und Co. Tausende Leute, wirklich. Es waren nicht bloß ein paar, sondern wirklich tausende. Wir sind einfach an der Seite dran vorbeigelaufen und nach vorne. Absperrungen drüber und das hat keinen interessiert. Die haben gesagt, wir können dazu. Das hat dann gepasst. Passt. Vor allen Dingen, wir haben ja unseren Perso hier mit drin und haben gesagt, halt, ja, wir aussteigen, also gehört dazu und so. Naja, wir gehen jetzt gerade zu Star Wars Battlefront, schauen mal, wie das Spiel wird. Wir gucken, wie lang die Wartezeit ist. Genau, strömen ja hier schon wirklich viele rein, echt viele. Ja. Vor allen Dingen, wir haben eigentlich hier oben im Park, Bagdad, geparkt, zahlen 10 Euro dafür. Und dann durften wir oben nicht rein, mussten komplett nach unten laufen und alles. Also. Naja, egal, würde ich mal sagen, bis später, wir gucken und testen. Tschüss!
brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Auf dem Piazza-Platz. Noch chillen wir, gleich gehen wir wieder weiter. Need for Speed gibt's noch, Just Cause 3 gibt's noch. Was haben wir denn noch? FIFA 16, mal gucken. Es gibt noch einige Spiele, wo wir noch rein wollen. Battlefront, Star Wars waren wir ja schon drin. WWE 2K waren wir drin. Ja, da waren wir heute schon die 4 Spiele drin. War ziemlich cool. Und ja, mal schauen, was wir noch zocken werden. Auf jeden Fall. Noch. Und hier hinten, Sonne scheint jetzt ganz gechillt, es wird wieder wärmer. Das Gewitter von heute Morgen, der Regen ist vorbei. Also von daher passt das. Paluten ist auch gerade eben vorher hier vorbeigelaufen. Wir haben ihn erkannt, sonst keine Sau. Riesige Fliegerbrille angehabt. Und wir haben ihn nur geschrien, die Brille bringt nichts. Und er hat gegrinst und ist weitergegangen. Naja, was soll man denn tun? Hier hocken auch noch zwei andere Leute. Sag mal hallo. Wir sollen das machen, denn keine Sommerferien sind. Peace. Die wir getroffen haben, der Ben und so. Ja, jetzt schauen wir mal weiter und gehen da wieder rein. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Der Rest gegen Einzel, Hamas. Und gucken, was wir noch machen. Also dann bis später. Gerade in Fallout 4. Eigentlich cooles Spiel. Sieht auf jeden Fall mal cool aus. Und bald halt nur ein Film. Aber Riesenplatz. Passen tausende von Leute rein. Nichts für mich. Ja, aber bis aufs Eis. Da gehe ich nochmal rein. Auch. Eis, Wassereis haben wir dafür gekriegt. Eigentlich ganz, ganz gute Idee. Machen eigentlich die einzigen, die jetzt Wassereis verteilen. Aber ja, echt cool. Review zum Spiel, wenn man noch thematisch machen. Echt eine ganz geile Idee. Ja. Und naja, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir ja noch immer noch ein paar Spiele. Immer EA Arena, Just Cause 3. Ja, aber alle proppevoll sind. Ja. Naja, mal gucken, wo wir reingehen, weil Fallout 4 ging schnell. Also da haben wir jetzt gerade mal eine halbe Stunde gewartet. Das ging ruckzuck. Ja, da muss man aber auch sagen, die haben bestimmt so um die 100 Sitzplätze gehabt. Das heißt, einmal bei jedem Schwung so 100 Stück rein. Das ist schon krass. Naja, würde ich sagen, wir sehen uns später und tschuh!
der Halle. Wir sind gerade in der obersten Halle wieder, in der Nähe von der YouTube-Bühne. Und ja, wir chillen gerade noch. Wir sind schon fix und alle überall voll, auch im Merchandise-Halle, wo wir waren, wo wir jetzt den Merchandise kaufen kann. Übertrieben voll, macht gar keinen Spaß, damit zu sehen. Kreischen die ganze Zeit und alles, weil Sarah so auf der Bühne sind. Naja. Hallo. Wir sind echt kaputt. Ich habe auch schon übelste Kopfschmerzen. Wir haben jetzt 6:30, ich weiß nicht. Einfach mal nicht, weil wir noch hier. Morgen haben wir auch noch einen langen Tag. Morgen ist ja noch Last Man Standing. Mal schauen, was wir jetzt noch machen. Dann sehen wir uns später. So, zurück. Wir haben jetzt 9 Uhr, waren gerade was essen holen. Sind früher heimgegangen, weil wir total kaputt waren. Ich hatte übelste Kopfschmerzen, Tablette reingepfiffen und alles Mögliche. Und jetzt sind doch noch so viele Leute unterwegs. Ich hoffe, uns erkennt keiner. Ja, und jetzt geht es einigermaßen wieder gut. Und wir müssen ja noch das Video abschließen. Der Grund, warum ich das jetzt gesagt habe, ist, es ist immer ganz lustig zu sehen, wenn so eine Gruppe Leute vorbeikommt und man sagt immer, hoffentlich erkennt uns keiner. Ja. Heute waren wir auch wieder ein paar Spielen drin, Star Wars Battlefront, StarCraft Battle of Voices, dann waren wir noch in Terraway, waren wir drin, in Fallout 4 waren wir drin. Und am Ende noch Mad Max. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Vor uns läuft Zaraza. Ja, und ja, wir sind schon da. Ja, wir waren Mad Max ja drin. Und ich durfte sogar zweimal spielen, weil die das Spiel auf einmal abgekackt ist. Voll Error. Da durfte ich wenigstens zweimal spielen. Und ich bin rausgegangen, weil ich mit einem Controller absolut nicht klar gekommen bin. Das ging absolut gar nicht. Dann bin ich so stinkig geworden, dass ich mitten im Spiel abbrochen habe und gesagt habe, ich möchte nicht mehr. Und habe den Controller hingelegt und bin rausgegangen. Naja, aber war mir eigentlich ein cooles Spiel, muss ich sagen. Also durfte ja zweimal spielen, hat sich gelohnt auf jeden Fall. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht, nur ein bisschen rumgelaufen. Und ja, morgen geht's ja weiter. Morgen kommt noch Last Man Standing. Da gehen wir abends noch hin. Also haben wir morgen sehr, sehr langer Tag. Am 9. ist Einlass, dann noch am Abend Last Man Standing. Oh mein Gott, haben wir viel zu tun morgen. Und ich übernehme jetzt ganz kurz, während der Easy hier ganz frech den Code im Hintergrund eingibt, dass das nämlich auch erledigt wird. Mal, denn dann können wir nämlich die Treppen schon hochlaufen. Denn ich möchte nämlich hoch und habe Hunger. Schon vergessen. Ja, ich nehme mich auch. Wir haben nämlich hier so ein elektronisches Schloss. Ich weiß nicht, ob ihr das so zeigt. Oh, er hat es aufgeregt, so ein elektronisches Schloss. Hier so ganz kurz, bei dem wir, Moment, Licht, eingeben müssen unseren Code. Und dann können wir erst damit hochlaufen. Ich habe vor dem Fischkopf, wenn ich so, ich übergebe mal wieder. Gut, dann gehen wir jetzt hoch, essen schön, dann würde ich sagen. Genau, dann würde ich sagen, das war's mit dem Part heute. Freitag ist vorbei, der dritte Gamescom-Tag. Jo, zwei haben wir noch vor uns, Samstag, Sonntag. Samstag der längste, Sonntag wird er nicht so lang. Naja, schauen wir mal. Die ist gerade gestolpert. Ja, die kann man alles rumhalten, so ein Verdammt. Naja, gut, mit diesen Worten sage ich, lasst einen Kommentar da und einen Daumen und bis morgen. Tschüss!